Hallo und herzlich willkommen, Freunde des Arbeitsrechts, zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Sandro Wulff. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht. Gestalten ist besser als streiten. So lautet mein Motto. Ja, und dazu ist es wichtig, die Rechtslage und die Gestaltungsmöglichkeiten zu kennen. Dazu trägt unter anderem dieser Podcast bei. Ich begrüße dich zu der Folge: Kann ich meinen Urlaub zurückgeben? Was hat mich veranlasst zu dieser Folge? Wir haben in Sachsen-Anhalt Beginn der Winterferien und durch den Lockdown ist es so, dass viele den eigentlich geplanten Winterurlaub nicht antreten können. Und zugleich ist durch das Homeschooling und das Homeoffice schon einiges an Tagen, teilweise Wochen vorbeigegangen, wo man gemeinsam zu Hause gesessen hat. Und naja, nun fällt der Urlaub aus. Und was macht man denn in den Ferien, wenn man nicht wirklich verreisen kann? Das hat jetzt den einen oder anderen dazu veranlasst zu sagen, ja Mensch, so richtig Urlaub ist das nicht. Und dann kann ich doch eigentlich auch den mir schon bewilligten und gewährten Urlaub zurückgeben und nehme den irgendwann später. Und daraus stellt sich die Frage, kann der Mitarbeiter einfach so für sich entschieden den Urlaub zurückgeben und dann später zu einem anderen Zeitpunkt erst nehmen? Tja, diese Frage ist Gegenstand des Podcasts und ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Über das Thema Urlaub habe ich schon die ein oder andere Folge in meiner Podcast-Bibliothek, die du da auch finden kannst. Und dennoch, wie du schon im Intro gehört hast, rufe ich hier das Thema Urlaub nochmal auf, weil es zum einen durch die Anfragen in meinem eigenen Büro, in der Kanzlei, aber auch durch Anfragen der Mandanten immer wieder aufgeworfen hat, wie ist denn das jetzt nun eigentlich mit diesem Urlaub? Denn ja, die Urlaubsplanung für das gesamte Urlaubsjahr wird ja meist in vielen Unternehmen zum Ende des Kalenderjahres und spätestens zu Anfang des Kalenderjahres gemacht. Und ja, wegen dieser Corona-Pandemie herrscht dann viel Planungsunsicherheit, sodass sich dann oftmals die Frage stellt, ja, wie ist das jetzt eigentlich? Wann kann ich Urlaub nehmen? Wann muss ich Urlaub nehmen? Wie ist das, wenn ich den Urlaub dann doch wieder nicht haben möchte? Kann ich den zurückgeben? Oder kann der Arbeitgeber hier vielleicht einseitig mir den Urlaub vorgeben, wenn ich zum Beispiel gar keinen Urlaub nehme? All diese Fragen sind Gegenstand des heutigen Podcasts, der heutigen Podcast-Folge. Und ich denke, eins ist aus der Vergangenheit schon klar. Der Urlaub, der darf nur dann angetreten werden, wenn er auch vom Arbeitgeber genehmigt worden ist. Trete ich als Mitarbeiter eigenmächtig den Urlaub an, dann ist das eine Pflichtverletzung. Und das heißt, dass der Arbeitgeber dann berechtigt ist mit den arbeitsrechtlichen Sanktionen wie Abmahnung oder, wenn es denn dergleichen schon gab, auch Kündigung zu reagieren. Und insofern stellt sich dann natürlich die Frage, okay, was ist, wenn ich Urlaub beantrage und der Arbeitgeber mir den Urlaub nicht gibt? Klar, der § 7 Bundesurlaubsgesetz sagt unmissverständlich, dass die Wünsche des Arbeitnehmers zu berücksichtigen sind und dass primär auch dem Wunsch entsprochen werden soll. Der Arbeitgeber muss dann die Interessen von Arbeitnehmer und Arbeitgeber abwägen. Und ja, wenn es sogenannte widerstreitende Interessen gibt, das heißt also auch, wenn das Unternehmen betriebliche Gründe hat, wieso es den Urlaub nicht gewähren kann, dann kann es eben auch sein, dass der Arbeitgeber den Urlaub bei der Antragstellung zurückweist und muss das dann halt auch begründen können. Und ja, der Arbeitgeber darf zwar rein theoretisch den Urlaub einseitig festlegen, aber das hält eben nur dann, wenn der Arbeitnehmer das akzeptiert. Das heißt praktisch als Tipp,
sollte der Arbeitgeber den Urlaub nicht festlegen, also nur in Ausnahmesituationen des Betriebsurlaubs, da komme ich gleich drauf, sondern er muss so oder so den Mitarbeiter fragen, also Urlaubsplanung machen und dann eben nach den Wünschen der Mitarbeiter schauen, dass der gewährt werden kann. Eine einseitige Festlegung des Urlaubs macht eben nur dann Sinn, wenn zum Beispiel Betriebsferien geplant sind. Ja, also der Arbeitgeber kann zum Beispiel sagen, ich habe in bestimmten Bereichen immer eine Auslastung, da habe ich Aufträge, die muss ich in diesem Zeitraum erfüllen. Da können wir nicht dran vorbei, da sind alle Mitarbeiter gebunden, da gibt es also eine Sperrzeit, da kann definitiv kein Urlaub genommen werden. Dafür habe ich aber wieder andere Zeiten, ich sage mal zum Beispiel ein Baugewerk, wo dann man sagt, da habe ich um die Witterungszeit im Winter zum Beispiel weniger zu tun, da machen wir alle Betriebsferien. Das kann der Arbeitgeber durchaus anordnen. Hier muss nur geprüft werden, muss der Betriebsrat beteiligt werden oder wenn es keinen Betriebsrat, keine Mitarbeitervertretung gibt, dann kann das durch den Arbeitgeber einseitig festgelegt werden. Er muss eben nur diese tatsächlichen dringenden betrieblichen Belange darstellen können. So, das sind so diese grundsätzlichen Fragen zur Urlaubsgewährung. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist das denn mit dem Widerruf des Urlaubs oder mit dem Streichen des Urlaubs? Und mit dem Widerruf ist es so, dass grundsätzlich der einmal gewährte Urlaub ja nicht widerrufen werden darf. Das heißt, dass der Arbeitgeber jetzt nicht so ohne weiteres sagen kann, Mensch, klar, ich habe den Urlaub gewährt, aber jetzt brauche ich dich doch und bitte, jetzt streiche ich deinen Urlaub wieder. Insofern ist es so, dass also eine nachträgliche Änderung nur geht, wenn sich die Parteien beide darüber einig sind. Es bedarf also einer Vereinbarung zwischen den Arbeitsvertragsparteien. Und so ähnlich verhält sich das eben auch bei der Frage, was ist, wenn ich als Mitarbeiter meinen Urlaub nicht brauche und jetzt möchte ich den gern zurückgeben. Auch hier gilt natürlich das Gleiche wie für den Arbeitgeber. Der Arbeitgeber muss darüber eine Vereinbarung treffen mit dem Mitarbeiter. Das heißt, der Mitarbeiter kann nicht einseitig sagen, ich brauche den jetzt nicht, lieber Arbeitgeber, hier hast du ihn zurück, ich nehme den später. Denn Hintergrund ist, auch der Arbeitgeber hat ja bestimmte Dispositionen treffen müssen und sagen, okay, wenn der Mitarbeiter dann und dann Urlaub hat, dann kriegen die anderen Mitarbeiter zu einem anderen Zeitpunkt und insofern hat er mit der Urlaubsplanung auch eine Abstimmung auf die betrieblichen Belange vorgenommen. Und wenn jetzt der Mitarbeiter einseitig zurückgeben dürfte, ohne dass der Arbeitgeber daran mitwirken darf, dann würde er diese Planung durcheinander bringen können. Und deswegen gilt es so, wenn der Urlaub einmal gewährt ist, eine Änderung dieser bereits gewährten Urlaubstage geht eben nur einvernehmlich und ohne ein solches Einvernehmen muss der Urlaub dann angetreten werden. Hier gilt, wie so häufig im Arbeitsverhältnis, reden ist Gold, schweigen ist Silber und ich wünsche allen denen, die den Winterurlaub jetzt nicht antreten konnten, dass die Tage dennoch sinnvoll genutzt werden. Ich hoffe, du hattest viel Spaß mit dieser Folge und auch einige Erkenntnisse gewinnen können. Wenn du Fragen hast, dann kannst du dich gerne an mich wenden. Schreib mir einfach. Ich helfe dir gerne auch mit konkreten Tipps oder vielleicht bei einer spannenden Frage nehme ich dir auch für eine Podcast-Folge mit auf. Klar, anonymisiert, so dass ich da auch meinen anwaltlichen Pflichten, die dann im Datenschutz Verschwiegenheit sind, auch nachkomme. Also wenn du eine Frage hast oder wenn du mich anschreiben möchtest, auch wenn du Kritik hast, dann erreichst du mich unter den in den Shownotes, also diesen Notizen zu diesem Podcast und dort niedergeschriebene Links. Und ja, du kannst auch anderen Menschen und mir helfen, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du diese Folge interessant fandest oder wenn du meinst, dass die irgendwem helfen kann, versende sie gerne. Wenn deine Podcast-Plattform es zulässt, dass du sie bewertest, dann würde ich mich freuen, zum Beispiel bei iTunes kann man das sehr, sehr gut machen, dass du die Folge, die dir besonders gefallen hat, auch bewertest. Schreib mir ruhig was mit rein oder auch in den sozialen Netzwerken, schreib mir deine Meinung dazu. Der Vorteil für mich und natürlich für alle anderen ist, ich erreiche damit noch mehr Menschen, und kann auch meine Tipps damit weitergeben. Dafür bedanke ich mich bei dir. Und
ja, wir hören uns nächste Woche, wenn du möchtest. Abonniere dazu diesen Podcast und du bekommst automatisch die nächste Folge ausgeliefert, wenn es dann wieder heißt: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Einfach Recht. Antworten auf Fragen rund ums Arbeitsrecht. Bis dahin, Sandro Wulff, dein Fachanwalt und Experte in den Fragen rund ums Arbeitsrecht.